Ja, ich möchte, bevor ich weiter in Johannes 15 mit euch hineingehe, euch noch ein paar andere Bibelstellen mit dazu lesen. Und die erste Stelle finden wir in Epheser 6, Vers 12. Epheser 6, Kapitel 12. In unserer Gemeinde ist das gerade der Text der Predigt, der Schriftauslegung. Ich lese mal Vers 11 dazu oder Vers 10 dazu, von 10 bis 12. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Im zweiten Text finden wir in Römer 8. Ich lese auch hier mal ab Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Aber ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und Jeremia 17. Lese ab Vers 5. Jeremia 17, ab Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Und dessen Herz vom Herrn weicht. Wir müssen hier aufpassen. Es ist nicht eine Aufzählung, in dem, dass, wenn wir alle drei Dinge tun, wir zu dieser Kategorie gehören, sondern es ist eine Aufzählung, wo das eine das andere immer als Folge hat. Das heißt, wenn es hier heißt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, dann ist die Folge immer, das geht immer parallel dazu, dass man Fleisch zu seinem Arm macht, denn es geht ja um Menschen. Und das, was damit einhergeht, ist immer, dessen Herz vom Herrn weicht. Vertrauen auf Fleisch beinhaltet immer, dass mein Herz vom Herrn weicht und nicht etwas, was dazukommen muss.
Dann heißt es hier, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch im dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Es ist interessant, wie gut dieser Text zu Johannes 15 passt. Vielleicht lesen wir noch einmal Johannes 15 und dann gehe ich ganz kurz hier auf diesen Text ein. Johannes 15. Ich lese wieder die Verse 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch oder und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und wird nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wir wollen noch einmal beten. Unser Vater, du hast gesagt, dein Wort ist Geist und ist Leben. Und Herr Jesus, du betest, Herr, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wir haben gerade gelesen, dass wir ohne dich nichts tun können, weder reden, noch hören, noch verstehen. Und darum kommen wir zu dir und bitten dich. Sieh deinen Sohn an, den du dich bohrt hast, um unsertwillen. Und segne uns um seinetwillen. Amen. Der Text in Jeremia 17, Vers 5, bringt zwei Wege hervor. Der erste Weg ist, dass er sagt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Ich habe es eben kurz erklärt. Und die Folge ist, dass er sagt, der wird sein ein kahler Strauch in der Einöde und nichts Gutes kommen sehen, sondern er muss in dürren Wüstenstrichen hausen.
Und dann wird gesagt, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und dann kommen die Verheißungen. Und die Verheißung ist, dass er sein wird wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das Interessante ist, dieser Text zeigt zwei Dinge, nämlich er zeigt uns Johannes 15 und er zeigt uns Psalm 1. Denn die Verheißung, die hier gegeben wird, wird genau dem gegeben, der sich nicht nach Menschen richtet, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, der seinen Kopf nicht füllt mit dem, was die Welt zu bieten hat, sondern der über Gottes Wort nachdenkt Tag und Nacht. Merken wir? In Christus zu bleiben heißt genauso, das ist der Mann, der dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Und in seinem Wort zu bleiben ist Psalm 1. Der die Quellen der Welt verstopft und seines Fleisches und gleichzeitig sich der einzigen Quelle öffnet, nämlich der Quelle, die von Gott kommt, der Offenbarung Gottes. Und sein Denken mit dieser Quelle füllt. Und er hat die Verheißung von Johannes 15, er wird grünen, selbst wenn das Umfeld Dürre und Wüste ist, sein Leben wird grünen und sprossen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Da sind wir bei Johannes 15. Einem Vortrag über Backside. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig aus. Da hörte ich mal, wie in dem Vortrag sagte der Mann über ihn etwas ganz Interessantes und Wichtiges. Gott gebrauchte ihn in vielerlei Hinsicht, dass Menschen errettet wurden durch seinen Dienst. Aber irgendwann kam er zu Johannes 15 in seiner fortlaufenden Schriftlesung. Wahrscheinlich zum 100. Mal, ich weiß nicht genau. Er las diesen Text und er entschloss sich, einen ganzen Tag an den Strand zu gehen und diesen Text vor dem Herrn auszubreiten und zu sagen, oh Herr, lehre mich doch, was das heißt. Herr, lehre mich doch, was das heißt. Und schaut, genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Haltung, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, den Text so zu kennen und auch nicht damit, dass wir ihn auswendig kennen, sondern dass wir ein Verlangen haben, nämlich von Gott belehrt zu werden, was das heißt. Nicht, dass ich alles weiß, was der und der und der darüber gesagt hat, sondern was Gott damit meint und was das bedeutet für mein Leben. Das ist so entscheidend. Nun, ich wiederhole etwas. Wir haben gesehen, Jesus vergleicht also seine Jünger mit den Reben, aber er sagt, dass er der Weinstock ist. Und er zeigt damit die Einheit zwischen ihm und seiner Gemeinde, seinen Kindern. Wir haben ein Bild, das andere Bild ist zum Beispiel das Haupt und der Leib. Wieder etwas, was man nicht voneinander trennen kann. Das heißt, die Einheit in Christus ist so lebendig und sie muss so lebendig sein. Die Rebe kann nur leben durch die Einheit mit Christus. Nun, in der Anwendung wissen wir, jeder, der errettet ist, weiß, Erlösung kommt allein von Gott. Erlösung kommt allein von Gott und jeder, der wirklich bekehrt ist, der hat etwas verstanden. Der hat verstanden, dass Erlösung nicht aus seinen Werken kommt und nicht aus seinem Verdienst, sondern dass die Erlösung allein das Werk Gottes ist. Dass er seinen Sohn gesandt hat und ihn stellvertretend für die Sünden der Menschen leiden ließ. Ihn, der keine Sünde getan hat, der vollkommen gerecht war. Er, der das Prädikat von Gott selbst, nämlich von Gott dem Vater, bekommen hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein ganzes Wohlgefallen habe. Das heißt, der heilige Gott, der Herzen und Nieren erforscht, wie wir eben gelesen haben, gibt dem Sohn das Prädikat, mein ganzes Wohlgefallen
liegt auf ihn. Und wisst ihr, Gott wiederholt das. Gott wiederholt das, mein ganzes Wohlgefallen liegt auf ihn. Warum wiederholt er das? Weil sein Innerstes jubelt über diese Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Und doch wird er zum Sündenlamm. Gott macht ihn zum Opfer für die Sünden. Er legt die Sünden seiner Kinder auf seinen Sohn Jesus Christus und enthüllt seinen ganzen Zorn über die Sünde, seinen Eifer gegen die Sünde, seinen Zorn über die Unreinheit und Gottlosigkeit und straft ihn, wie es unsere Sünden verdient haben. Und Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns durch den Glauben das Werk, das er in Christus vollbracht hat, zurechnet. Und errettet ist der, der aufhört, selbst aus seinen eigenen Werken vor Gott gerecht zu werden. Und der das anerkennt, der das sieht, was Christus für ihn getan hat und sagt, daran will ich mich klammern und dass du, Gott, mir das zurechnest, was Christus für mich gelebt hat und was Christus für mich getragen hat. Und ich werde von dir angenommen, allein aufgrund des Werkes in Christus Jesus und nicht aufgrund meiner Frömmigkeit oder irgendetwas, was in mir ist. Ein Jünger Jesu, ein Glaubender, ist jemand, der darauf allein seine Hoffnung setzt. Der sagt, vor Gott wird nur eins gelten, ob Gott mir das zurechnet, was Christus von ihm für mich getan hat und nicht, was ich getan habe und nicht, was ich bin, sondern was Christus ist, das wird mir zugerechnet. Merkt ihr, das ist die Einheit, da beginnt das Leben zu pulsieren. Das ist die Einheit, die Gott schafft zwischen dem Sünder und Christus. Gott sieht auf einmal den Sünder nur in Christus und Christus in dem Sünder. Hier beginnt das Leben aus Gott. Nun, wie jemand nur errettet sein kann, wenn sein Vertrauen alleine auf Christus ist, dass Gott ihm die Schuld in ihm vergeben hat und keine Sünde zurechnet, so beginnt hiermit aber das, was wir vom Wesen her begriffen haben, beginnt nun ein Prozess zu werden in unserem Leben. Und zwar ein fortschreitender Prozess, in dem wir mehr und mehr oder tiefer und tiefer erkennen, dass nicht nur unsere Rechtfertigung von Gott gekommen ist und uns durch Christus geschenkt ist, sondern dass alles, unser ganzes Leben, alle Werke, unsere Heiligung und unsere Vollendung in die Herrlichkeit, alles uns von ihm geschenkt wird und alles nur durch Christus zu uns kommt. Das heißt, hier geschieht ein Prozess, dass wir mehr und mehr erkennen, dass in unseren Werken wirklich nichts ist, dass wir schlimmer sind, als wir es bei der Bekehrung dachten, ja, dass wir viel verderbter sind, viel abtrünniger, viel gottloser, als wir es je glaubten, aber dass die Erlösung von ihm alleine kommt, und zwar vom Anfang an bis zum Ende, und dass wir nie und nimmer etwas dazu beitragen werden. Und auch nicht können. Deswegen hat Jesus gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Deswegen hat er uns das Abendmahl gegeben. Warum? Weil wir uns beständig daran erinnern sollen, beständig daran denken sollen, woher das geistliche Leben kommt und wodurch das geistliche Leben allein erhalten werden kann. Das bedeutet aber, dass es wichtig ist, und warum hat uns das Abendmahl gegeben, dass wir einen Ritus vollziehen? Nein, ich glaube, ich habe es schon gesagt, damit wir ständig dieses Werk der Erlösung betrachten
um fort und zu wachsen und zuzunehmen in der Erkenntnis dieser Erlösung, so dass wir begreifen, dass wir durch unser geistliches Leben hindurch begreifen, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, die Erlösung ist größer, weit größer, als ich je dachte. Und sie muss weit größer sein, als ich je dachte, weil meine Verderbtheit ist weit größer, als ich je glaubte. Und so, dass die Kluft zwischen der Verderbtheit des Menschen und der Größe der Erlösung immer größer wird. Aber dass gleichzeitig dadurch, oder dass die Erkenntnis der Herrlichkeit, der Größe und die Erkenntnis der Verderbtheit uns dahin führt, dass wir merken, wie, dass alles uns nur von Christus her zukommen muss. Nun, wenn Jesus nun sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bringt ihr viel Frucht. Wenn er sagt, bleibet in mir und ich in euch, dann zeigt er uns die Haltung, oder ja, dann gibt er uns die Haltung, dann sagt er seinen Jüngern, worauf es ankommt in ihrer Haltung, damit dieser Prozess des Fruchtbringens zunimmt und wächst. Dann zeigt er uns, was es bedeutet oder welche Haltung wir brauchen, um in der Erkenntnis der Herrlichkeit der Erlösung, in der Erkenntnis dessen, wer Christus ist und in der Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit und Verderbtheit zu wachsen. Er zeigt uns also, welches der Pfad ist, an dem Gott seine Erlösung in uns größer und größer werden lässt, an dem wir seine Herrlichkeit, er zeigt uns den Pfad, auf dem wir seine Herrlichkeit erkennen und auf dem wir vollendet werden. Wenn er uns also sagt, bleibet in mir, dann gibt er uns das in die Hand, was jedem, der dieses Verlangen hat, die absolute Unfähigkeit dazu offenbart. Die absolute Unfähigkeit dazu offenbart. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du mehr und mehr sagen wirst, Herr, wenn du mich nicht hältst, bleibe ich nicht in dir. Mein Herz ist voller Abtrünnigkeit. Mein Herz ist voller Unglauben und Gottlosigkeit. So dass deine Quelle immer wieder der Herr selbst ist. Ich gehe gleich noch darauf ein. Wir haben hier in diesem Text, bleibet in meiner Liebe. Bleibet in meiner Liebe. Wenn du dieses Verlangen hast, in seiner Liebe zu bleiben, wisst ihr, was du merken wirst? Du wirst merken, wie weit entfernt du bist von der Liebe Christi. Warum? Weil wenn du das Verlangen hast, in der Liebe Christi zu bleiben, was wirst du dann machen? Du wirst anfangen, die Liebe Christi zu studieren. Du wirst anfangen, darüber nachzudenken. Du wirst sagen, Herr, wenn ich in deiner Liebe bleiben soll, wie ist denn deine Liebe? Und dieses Suchen zu verstehen, wie groß die Liebe Christi zu seinem Volk ist, wird dir zeigen, wie weit du von dieser Liebe entfernt bist. Ich gehe weiter. Wer in mir bleibt und meine Worte in ihm bleiben, ich habe es gestern ausgeführt, ich möchte es nur erinnern, in seinem Wort zu bleiben, entwird wiederum nichts anderes tun, als unsere Unfähigkeit zu enthüllen, aufzudecken,
zu zeigen, wie widerspenstig wir sind, wie widerwillig seinen Willen zu tun. Jesus sagt hier, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Bleibet in meiner Liebe und wer mich liebt, hält meine Gebote. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn ich einfach nur die Aufforderung ernst nehme, die Christus mir hier gibt, so wird dieser ganze Weg mir meine mangelnde Liebe zeigen. Gehst du ehrlich mit den Geboten Gottes um, wirst du ein tiefes, und bist du erlöst von Gott, wirst du ein tiefes Verlangen haben, den Willen Gottes zu tun. Du wirst ein tiefes Verlangen haben, seine Gebote zu halten und wirst doch genau dadurch zu dem Schluss kommen, dass du ein elender Mensch bist, ein elender Mensch, weil du nicht dazu in der Lage bist, nicht mal im Geringsten. So, ihr merkt schon, wenn wir lernen, das, was wir verstanden haben, wenn wir das, oder wenn wir in diese Schule hineingehen, dass in ihm zu bleiben, in seinem Wort zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, seine Gebote zu halten, dann wird etwas deutlich, nämlich das, was der Herr Jesus hier wieder und wieder sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da gibt es keine Hoffnung in uns selbst, keine Hilfe, keine Möglichkeit, auf die eigenen Ressourcen zurückzugreifen. Da gibt es nichts in uns, was irgendwie etwas zu diesem Werk Christi beitragen könnte, weder vor der Erlösung noch nach der Erlösung. Auch nach der Erlösung wird es nie irgendetwas in uns geben, was dieses Werk oder was zu dem beitragen könnte, was Christus getan hat. Deswegen habe ich Jeremia gelesen. Verflucht der Mensch, der Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Und gesegnet der Mann, der dem Herrn vertraut und dessen Stütze der Gott Jakobs ist. Aber wisst ihr, was der nächste Vers heißt? Der heißt, trügerisch ist das Herz mehr als alles. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das ganz einfach, dass genau in dem Punkt, wo es darum geht, wem du vertraust, du selbst der größte Lügner bist. In deinem Fleisch zu vertrauen, bedeutet auch dir selbst zu vertrauen. Es bedeutet natürlich, Menschen Vertrauen auf Menschen zu setzen. Wie die Israeliten, sie setzten ihr Vertrauen auf Ägypten, dann auf Assyrien, dann auf die eigenen Mittel, aber sie kehrten nicht zu dem um, der von dem allein Hilfe kommen konnte. Merkt ihr? Und dieser Text, dieser Vers 17 zeigt einfach, der Betrug oder da, wo wir geneigt sind, uns am meisten zu betrügen, ist genau in dem Punkt, wem wir vertrauen. Wisst ihr, was das in der Konsequenz bedeutet? Es bedeutet, du sagst, ich vertraue alleine dem Herrn und du vertraust dir selbst. Das ist der verfluchte Betrug unseres Herzens. Merkt ihr, das macht diesen Kampf so schlimm oder so schwierig. Deswegen habe ich gelesen, der Satan ist ein Künstler, uns zu betrügen. Unser Fleisch ist ein Künstler, uns zu betrügen. Wir leben in einer Welt der Täuschung. Und darum sind wir so abhängig davon, dass Gott diese Lügen unseres Herzens aufdeckt und uns zur Wahrheit führt, sodass wir aufhören, unserem eigenen Urteil zu vertrauen, ja, das geht einen Schritt weiter, dass wir aufhören, unserem eigenen Urteil zu vertrauen, wem wir wirklich vertrauen. Unserem Fleisch oder Christus. Das heißt, jeder von uns muss wissen, wenn ich sage, ich vertraue alleine dem Herrn, dann heißt das noch lange nicht, dass Gott das auch sagt. Und wenn ich mir sage, ich vertraue allein auf dem Herrn, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich mir selbst vertraue. Herr, wenn alle dich verleugnen, ich nicht, sagt Petrus.
Wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Es war der Mann, der sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So ein wunderbares Zeugnis der Erkenntnis der Herrlichkeit Christi, des Verständnisses, woher die Hoffnung kommt, woher das Leben kommt. Und doch genau an diesem Punkt sehen wir, wie der vorher eindeutig dieses Bekenntnis gegeben hat, durch den Heiligen Geist, wie die Bibel uns sagt, wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Er vertraute seiner Stärke. Er vertraute seiner Loyalität zu Christus. Und schaut, was musste Gott tun? Gott müsste ihm all das zerbrechen. Zerbrechen. Dass er vor einer Sklavin den Sohn Gottes verleugnet. Dass er in diesem Umfeld sein Herz erkannte. Und dass Gott zu seinem Ziel gekommen ist, merken wir daran, wenn ihr Johannes 21 lest, dann seht ihr, Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber er braucht ein viel abgeschwächteres Wort als das, was der Herr Jesus fragt. Jesus sagt, hast du mich Agape, hast du diese göttliche Liebe zu mir? Und er sagt, Herr, du weißt, Phileo, dass ich dich liebe. Und er braucht diese menschliche, das Wort für die menschliche Liebe. Er wusste, so sieht es aus bei mir. Und als er Jesus das dritte Mal fragt, wisst ihr, was er dann sagt? Herr, du weißt alle Dinge. Das heißt, er sagt, Herr, ich traue meinem eigenen Urteil nicht mehr. Das habe ich mal getan. Aber jetzt vertraue ich dem nicht mehr. Ich vertraue deinem Urteil. Du kennst mein Herz. Und schaut, da war er genau da, wo er hinkommen musste. Wie Jesus uns zeigt in Johannes 15. Deswegen sagt der Herr zu ihm, weide meine Lämmer. Und das ist ein fortschreitender Prozess, wie wir gesehen haben, der bei Petrus nicht da aufgehört hat, sondern den Gott wieder und wieder und wieder im Leben seiner Kinder hineinbringen muss. Warum? Weil eben da diese ständig sprudelnde Quelle unseres Fleisches ist und Satans, die uns genau das Gegenteil erklären. Die sagen immer, du kannst das, du weißt es. Und uns auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht. Und selbst zu dem, was Christus allein getan hat, kommt die Stimme Satans, der Stolz unseres Herzens, die das Ganze pervertieren und uns selbst zusprechen. Warum? Damit wir wieder von dem Vertrauen auf den Herrn abweichen und unser Vertrauen auf unser Fleisch setzen. Und hier komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Unsere Stärken sind unsere größte Gefahr. Bist du intellektuell begabt, dann wisse eins. Das ist der Haken, an dem Satan dich packt. Bist du praktisch begabt, dann wisse eins. Das ist deine größte Schwäche. Gottes Reich kann nicht durch Fleisch gebaut werden. Heiligkeit kommt nicht aus der Kraft des Fleisches. Da, wo deine natürliche Stärke ist, da ist deine größte Schwäche. Und unsere Zeit zeigt das. Und unsere Gemeinden zeigen das. Bist du intellektuell begabt, hast du im Nullkomma nichts
dir die Lehren der Rechtfertigung und der Gnade angelesen, sodass du davon reden kannst, es wiederholen kannst, dass du es erklären kannst und dass du es verteidigen kannst. Miss deine Geistlichkeit nicht daran. Gott hat dir diese Begabung gegeben, oder Gott hat dir Gnade gegeben, dass er dir diese Begabung geschenkt hat, aber eigentlich wärst du genau dadurch am besten in der Lage oder am schnellsten in der Lage, die abgrundtiefe Verderbtheit deines Herzens zu erkennen. Und was machst du durch den Betrug Satans? Du machst es zu deinem Ruhm. Du misst deine Geistlichkeit an dem, was du denkst. Das ist Aufklärung, nichts anderes. Das ist die Lügen, das sind die Lügen Satans. Was hat er zu Eva gesagt? Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und wisst ihr, was er ihr nicht gesagt hat? Dass sie keine Kraft haben werden, das Gute zu erwählen und das Böse zu verwerfen. Wenn es reichen würde, die Dinge hier zu verstehen, im Kopf zu verstehen, dann müsste es wirklich so sein, wie es in vielen Gemeinden betont wird, dass alle Menschen auf die Bibelschule müssen. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber schau, wenn Gott dir diese Fähigkeit gegeben hat, Dinge schnell zu begreifen, dann fange nicht an, deine Geistlichkeit an diesen Dingen zu messen, sondern schaue in dein Leben hinein und bitte Gott, sein Licht in dein Leben hineinzubringen, sodass du erkennst und verstehst, das, was du wirklich im Glauben begriffen hast, ist nur das, nicht das, was dahin ist, da ist, nicht die Bücher, die du gelesen hast, sondern nur das, was praktisch wird in deinem Alltag. Nur das, was sich in deinem Leben zeigt, das ist, was du wirklich begriffen hast. Dein Bekenntnis der Gnade ist nicht das, was du mit dem Mund wiederholen kannst, sondern das, was dein Leben bezeugt, was dein Leben bezeugt. Und merkt ihr, hier wird die Stärke zu unserer größten Schwäche, weil der Satan es gebraucht, um uns zu betrügen. Wir wären so geistlich, wie wir denken, und wir sind überhaupt nicht geistlich. Ich habe noch vor kurzem mit jemandem gesprochen, er meinte, er wäre geistlich. Und er lebt in Sünde des Ehebruchs. Und ich sagte ihm, schau, du musst dich fragen, ob du überhaupt errettet bist. Genau das ist unser Problem, liebe Geschwister. Und der praktisch veranlagt ist, er macht es zum Ruhm gegen andere, weil er von Gott eine Fähigkeit bekommen hat. Und er glaubt, durch seine Fähigkeit äußerlich zu dienen, wäre er wenigstens der Praktiker. Und er vertraut auf sein Fleisch, von dem Gott gesagt hat, dass es verflucht ist. Und die natürlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind dazu gegeben, dass wir die große Kluft erkennen zwischen dem, was Gott von uns fordert, und dem, wozu wir in der Lage sind, nämlich zu nichts. Ich will es noch weiter ausführen in einem Beispiel. Wenn Gott hat Jakob zu einem Israel gemacht. Und die Namen sind allein schön. Jakob ist der Betrüger, der Hinterlistige, und Israel ist der Gottesstreiter. Wenn es reichen würde, ihm einfach nur Informationen zu geben, wenn es reichen würde, dann würde es reichen, dass der Isaak den Jakob belehrt. Und der Isaak hat es mit Sicherheit getan. Denn Gott hat ja dem Abraham geboten, dass er seinen Kindern und seinen Nachkommen, und der Jakob hat noch den Abraham erlebt, ja, dass er seinen Nachkommen die Wege des Herrn befehlen soll, die Gebote des Herrn mitteilen soll. Und doch wird er kein Israel dadurch, dass er nur die Informationen hat.
Nein, was dazukommen muss, ist das Handeln Gottes im Leben von Jakobs. Gott muss den Jakob, der alles von seinen Eltern gehört hat und weiß, wir wissen das deswegen, weil nachdem er in Gottes Schule war, greift er darauf zurück und sagt, du Gott meines Vaters Abraham und Isaac. Er wusste von Gottes Offenbarung im Leben seines Vaters und seines Opas. Aber das reichte nicht. Gott muss ihn packen und den Betrüger zu einem Laban bringen. Und von Laban heißt es, er hat ihn mehr als 10-mal betrogen. Und wisst ihr, wo der Laban ihn besonders betrogen hat? Bei der Rahel. Genau da, wo die besondere Stärke des Menschen oder sagen wir, die besondere Schwäche des Menschen ist, da, wo es um seine Neigung zu einer Frau geht, da muss er so betrogen werden. Wisst ihr, wie viele Hoffnungen da zerschmettern? Wer verliebt ist, verliebt war und einmal enttäuscht wurde, weil die Frau ihn nicht wollte. Oder aus anderen Gründen. Der weiß, wie zerschmetternd solche Enttäuschungen sind. Und wenn dann noch der Betrug dazukommt, dann bricht die Welt zusammen. Warum muss Gott es tun? Warum? Gott, warum musst du das tun? Aus dem einfachen Grund, weil er der Weingärtner ist. Und er hat eine Absicht. Er will aus Jakob einen Gottesstreiter machen. Er will aus Jakob einen machen, den er gebrauchen kann. Und deswegen muss er diesen Prozess des Zerbruchs führen. Deswegen muss er ihm zeigen, da ist nichts, nichts, worauf er zurückgreifen kann in seinem Leben. Deswegen muss er all diese Lügen aufdecken, all die Lügen, die der Jakob so sehr beherrschte. Und diese Lügen des Selbstvertrauens, die wir so sehr beherrschen, von Natur aus beherrschen, die muss Gott zerbrechen. Und wir schauen in eine tiefe Kluft des Elends. Und es bleibt nicht dabei. Gott führt dann irgendwann den Jakob mit seiner ganzen Familie raus. Und er kommt in Lebensgefahr, weil der Laban ihm nacheilt. Und er erkennt, dass es allein der Herr war. Denn Laban muss ihm sagen, wenn der Herr nicht in der Nacht mir erschienen wäre, ich hätte dich niedergemacht, ich hätte dich ausgerottet. So, das heißt, Gott gibt ihm die Lektion, dass jede Rettung nur von Gott kommt. Und dass Gott willig war, nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit, sondern da nur aufgrund dessen, dass er seinen Namen über ihn ausgerufen hat, ihn zu schützen. Und er geht weiter, um nach Hause zu kommen. Und dann kommt der Punkt, wo er das Heerlager Gottes sieht. Das heißt, Gott öffnet ihm seine Augen und sagt ihm, schau, ich mit meinem ganzen Heer gehe mit dir. Und er sagt, Doppellager, weil er damit zum Ausdruck bringen will, hier ist mein Lager, meine Herde, meine Familie, alles, was ich habe. Und hier ist der Herr. Und der Herr ist da und er geht mit mir. Und gerade hat er gesagt, Doppellager. Da kommt die Botschaft, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Was sind schon 400 Mann gegen das Heerlager des Herrn? Hat er gerade gesehen. Und was macht er? Was macht er? Die ganze Fleischlichkeit Jakobs kommt raus. Er teilt sein Lager in zwei. Er ersetzt das Vertrauen auf die Hilfe des Herrn mit seinen eigenen Mitteln. Und wisst ihr, das steckt bis ins Innerste unseres Marks in unseren Knochen. Genau das, diese Neigung. Er teilt sein Lager in zwei. Er macht ein Doppellager ohne das Lager Gottes. Er versucht, sich eine Situation zu schaffen, wo er fliehen kann. Er schickt also seine Frau, die er nicht so mochte, mit den Kindern, die er nicht so mochte, vorneweg, weil er sich sagte, wenn der Esau die angreift, und mit denen kämpfen muss, dann muss er erstmal mit dieser ganzen Herde und
und mit all dem fertig werden und dann haben wir Zeit, mit den anderen wegzulaufen. Das war sein Mittel. Das war seine Hilfe. Darauf setzt er sein Vertrauen. Und dann macht er Folgendes. Nachdem er dann aber seine Frau und den Josef, die Letzten, die er schützen wollte, das heißt, das, was sein Fleisch mehr liebte, als er das, was ihm die Sicherheit und das Wertvolle war, über den Jordan gebracht hatte, da geht er zurück, um allein zu sein. Und wisst ihr, was er dann macht? Wir würden sagen, er betet. Er betet. War das nicht gut, dass er betet? Hätte Gott nicht sofort eingreifen sollen und den Esau zurücktreiben sollen? Gott greift ein, aber anders als er dachte. Der Mann, der fliehen wollte, wisst ihr, was mit dem passierte? Gott schlägt ihm die Hüfte. Der Mann, der sein Vertrauen auf die Flucht setzte, muss lahm werden. Das, was seine Kraft war, muss zerbrochen werden. Und da Jakob geht dennoch von dem Ort weg, jubelnd, weil er erkannt hat, weil er den Herrn erkannt hat. Jakob hatte gesiegt, als seine Kraft gebrochen war. Da bekommt er den Namen Israel. Da bekommt er zuallererst den Namen Israel. Schaut, das ist es, was Gott tun muss, um aus Jakob einen Israel zu machen. Gott, wenn er unser Weingärtner ist, wenn wir sein Volk sind, dann wird er uns nicht da lassen, dass wir eine große Meinung von uns selbst haben und von unserer Geistlichkeit, sondern er wird uns dahin führen, wo wir die ganze Abtrünnigkeit und den Abgrund unseres Herzens erkennen. Warum? Weil nur das der Weg ist zum Fruchtbringen. Nur das Vertrauen auf den Herrn, auf sein vollbrachtes Werk, eingewendet im Leben, wird uns dahin bringen, dass Früchte von Gott in unser Leben hineinkommen und durch unser Leben herauskommen. Das, was seine Stärke war, seine Flucht, musste Gott zerschlagen, bevor er brauchbar war. Und das ist nicht nur eine einmalige Botschaft. Diese Botschaft haben wir genauso bei Mose. Warum sage ich das? Weil es so wichtig ist. Ich glaube, wir müssen das verstehen. Und dann werde ich zeigen, wie das wichtig ist für unseren Alltag. Nämlich Mose, sagt uns Stephanus, war ein Mann, der mächtig war in Worten und in Taten. Gebildet in aller Weisheit der Ägypter. Und er dachte, er könnte Israel erlösen von Ägypten durch seine eigene Kraft. Und was er hervorbrachte, war Sünde. Er tötete den Ägypter mit eigenen Händen. Und schaut, immer dann, wenn wir in unserer eigenen, unzerbrochenen Kraft, ich nehme mal das Beispiel, was ich erst habe, wenn ich meine, nur durch meine Erkenntnis, durch das, was ich an Informationen habe, könnte ich Gemeinde Jesu bauen, dann werde ich gar nichts machen, als nur Gott widerstehen. Und Sünde hineinbringen in das Werk des Herrn. Aber weil Gott den Teufel gebraucht zu seiner Ehre, und selbst unsere sündigen Mittel manchmal gute Frucht hervorbringen lässt, rechtfertigen wir uns damit, dass wir sagen, oh Gott bestätigt mich. Gott muss den Mose in die Wüste schicken. Warum? Weil er ihn nicht losgelassen hat, weil er sein Weingärtner war. Weil er sagte, Mose, ich habe meinen Namen über dich ausgerufen und deswegen werde ich nicht zulassen, dass du da bleibst, wo du bist. Und er schickt ihn für 40 Jahre in die Wüste, die Schafe zu weiden. Und als Gott ihn beruft, dann wird es so erstaunlich. Wisst ihr, was Mose sagt? Herr, ich kann nicht.
Und der, von dem Stephanus sagt, er war mächtig in Worten, von dem, der sagt, ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Ich habe eine schwere Zunge, sagt er. Das heißt, er hat sein ganzes Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten ist zerbrochen. Und Gott sagt, geh hin, ich habe es dir befohlen. Da war er da, wo er von Gott gebraucht werden konnte. Warum war er da? Nun, weil er da war, wo Jesus hier sagt, was seine Jünger beachten sollen, nämlich, dass er wusste, er kann nichts, er kann nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn der Vater der Weingärtner unser Leben handelt, dann wird er uns genau das offenbar machen. Und so wie die 40 Jahre in der Wüste oder Jakob in der Flucht vor Esau, diese Dinge aus Gottes Gnade hervorgebracht hat, so wird Gott in unser Leben handeln, durch die Schwierigkeiten und Umstände des Lebens. Durch sein Wort, den Anspruch seines Wortes, das Licht seines Wortes, indem er uns zeigt, was er von uns fordert und gleichzeitig, indem er uns durch die Bedrängnis bringt. Das heißt, er nimmt uns in seine Quetsche und bringt uns unter Druck, dann kommt raus, was da drinne ist. Und warum tut er das? Er tut es aus dem einfachen Grund, damit wir endlich unser ganzes Selbstvertrauen verlieren. Und was machen wir? Wir reduzieren seine Maßstäbe. Wir reduzieren Gottes Gebote auf den Willen, auf die Fähigkeit des Menschen. Oder wir gucken gar nicht in unser Leben hinein, sondern messen unsere Geistlichkeit an unserem Denken. Oder, und das ist so gut wie immer der Fall, wir sind wie Jakob, deswegen habe ich die Geschichte erzählt. Wir suchen unsere Krücken zusammen, um uns selbst zu helfen. Und wir beten, wenn wir gläubig sind, beten wir. Wir beten, oh Herr, hilf, hilf mir in dieser Not. Und Gott hört nicht. Und Gott hört nicht. Und ich habe manche gehört, die haben gesagt, ich war in so großer Not, ich habe gebetet und gebetet. Und der Herr hat mir nicht geholfen und deswegen habe ich mich von ihm abgewandt. Aber was sie meinten und was wir meistens meinen, wir meinen, Herr, hilf meine Anstrengungen, hilf meinen Anstrengungen. Hilf meiner Kraft des Fleisches, indem du das dazugibst, was mir noch fehlt. Und so beten wir und setzen unsere Hoffnung auf unsere Fähigkeiten. Wir greifen zur Lüge, wir greifen zu Techniken, wir greifen zu Mitteln, die Gott nicht gefallen. Wir nehmen alles, was wir haben, alle Ressourcen, die wir haben. Und unsere Fähigkeiten sind hier die ersten Ressourcen. Das heißt, diese Fähigkeiten, die wir haben, die werden unsere Versuchung zum Abfall von Gott. Sie werden die Versuchung uns dahin zu bringen, wo wir zu dem greifen, was der Feind unseres geistlichen Lebens ist, nämlich unser Fleisch. Und warum hört Gott nicht? Warum hört er nicht? Weil er keine Beigabe geben kann zu unseren Anstrengungen. Er muss uns dahin bringen, dass wir völlig scheitern an allen Fähigkeiten und an all unseren eigenen Mitteln. Denn nur darin ist der Weg, ihn zu erkennen. Nur darin ist der Weg, ihn zu erkennen. Schaut, es ist seine Liebe, warum er diesen Weg mit uns geht. Es ist die Pflege des Weingärtners, der diese eigenen Stützen zerbrechen muss. Er muss es tun. Warum? Weil er nun mal beschlossen hat, seine Gnade über unserem Leben groß zu machen. Weil er nun beschlossen hat, uns zu Gottesstreitern zu machen. Weil er beschlossen hat, dass wir viel Frucht bringen sollen. Und weil er das beschlossen hat, wird er nicht loslassen. Und darum kann er den Schraubstock nicht loslassen, sondern muss ihn fester und fester ziehen, bis wir endlich loslassen.
an unseren eigenen Fähigkeiten zerbrechen, die Hoffnungslosigkeit unserer Stärken erkennen und uns zu dem wenden und zu dem wenden, von dem alleine alles herkommen muss. Und merkt ihr, deswegen sagt der Herr Jesus, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Warum? Weil dann, wenn ich erkenne, dass die Kluft größer und größer wird, dann erkenne ich ein Wort, nämlich unmöglich, 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 unmöglich durch Fleisch, unmöglich durch eigene Anstrengungen, unmöglich durch meine Werke, unmöglich, aber nicht unmöglich bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann. Und da, wo all meine Techniken versagen und all meine Mittel versagen, kann Gott. Wir werden beten. Weißt du, was das heißt? Das heißt, unsere Gebetslosigkeit zeigt, wie sehr wir auf Fleisch vertrauen. Unsere Gebetlosigkeit, und ich meine nicht das Gebet, was wir tun, um unsere Frömmigkeit zu frönen, das meine ich nicht. Sondern ich meine das, was das Gebet wirklich ist, nämlich ein Betteln vor Gott um geistliche Gaben, weil wir in uns selbst keine finden. Die erste Seligpreisung heißt, glückselig die Bettler im Geist. Glückselig ist der, der nichts mehr in sich selbst hat. Wer wird betteln gehen? Welcher natürliche Mensch wird betteln gehen? Wenn er keine andere Hoffnung mehr hat. Wenn er existenziell so belastet ist, dass sein Stolz ihm nicht mehr im Wege steht. Der wird anfangen zu sagen, ich brauche Hilfe. Und genau so werden wir dann zu Bettlern, zu Betern. Wir werden dann zu Betern, wenn in uns keine Hoffnung ist. Deswegen sind wir in den größten Nöten oft gebetslos, auch wenn wir beten. Aber wir beten nur, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, hilf mir. Und Gott hört nicht, Gott schweigt. Vielleicht hier noch, ich muss zum Ende kommen, das Beispiel für Maria und Martha. Sie sagen, ruf den Herrn Jesus, sie schicken einen Diener, ruf den Herrn Jesus, der Lazarus ist krank. Er wusste um die Not. Martha war eine Schafferin. Oh, sie hat mit Sicherheit alle Mittel gebraucht, die ihr zur Verfügung standen, um das Leben von Lazarus zu retten. Und sie beteten, Jesus würde kommen. Und sie beteten, Jesus würde kommen und den Lazarus gesund machen. Und als er dann endlich kam, nämlich es heißt, er blieb noch 2 Tage. Der Bote kam zu Jesus und Jesus blieb noch 2 Tage. Jesus. Warum bringst du deine Geliebten, denn es heißt vorher, Jesus liebte den Lazarus und er liebte die Martha und die Maria, oh, er liebte sie. Warum bringst du die, die du so liebst, in solche Konflikte? Warum müssen alle Hoffnungen zerschmettert werden, selbst die Hoffnungen auf ihre Gebete? Warum? Damit sie ihn erkennen sollte. Damit all ihre eigenen Krücken zerbrechen und ihre eigenen Fähigkeiten. Und als Jesus kam, da merken wir diesen Vorwurf in ihr, Martha und Maria. Herr, wärst du hier gewesen, er wäre nicht gestorben. Herr, du hast mir uns nicht geholfen, als wir dich riefen. Du hast unsere Gebete nicht erhört, darum ist er gestorben. Jesus sagt, wenn du glauben würdest, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Warum hat Gott es getan? Nun, weil er ihnen zeigen wollte, er ist nicht ein Gott, der Kranke gesund macht, nur ein Gott, der Kranke gesund macht, sondern er ist ein Gott, der Tote auferweckt. Der Tote auferweckt. Und schaut, genau das brauchen wir. Wir brauchen nicht die Erkenntnis eines Gottes, der uns, die wir noch etwas Leben haben, den Rest gibt. Sondern wir brauchen einen Gott, der Tote lebendig macht und lebendig erhält. Wir sind von Natur aus tot.
und für jedes geistliche Leben unfähig, auch für die geringsten Früchte. Für die geringsten Früchte sind wir unfähig, tot. Da gibt es nichts, worauf wir zurückgreifen könnten, wenn es um geistliche Dinge geht. Nichts. Deswegen muss alles in uns ersterben, wie der Lazarus. Und es muss stinken, bis wir endlich zugeben, der ist nicht nur scheintot, sondern das ist wirklich tot. Der muss stinken. Und dann kann Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Dann wird die Kraft Gottes offenbar. Dann wird das Herrlichkeit Christi groß. Und schaut, wenn wir das jetzt anwenden, dann verstehen wir, warum Gott so an uns handelt. Warum Gott uns durch die Härten des Lebens führen muss. Warum Gott uns in seinen Schraubstock nimmt, wo wir nicht aus- noch einwissen. Warum Gott Menschen auf uns reiten lässt und unsere Gerechtigkeit in den Dreck tritt. Warum Gott uns da, wo wir unsere Fähigkeiten hat, völlig scheitern lässt. Weil er uns lieb hat. Weil er uns lieb hat. Weil er uns die Augen öffnen möchte, woher die einzige Quelle für Gottseligkeit, für Heiligung, für Erlösung und so weiter, wo die zu finden ist, nämlich allein in Christus Jesus, in seinem vollbrachten Werk und sonst nirgendwo. Weil er uns dahin bringen wird, dass wir selbst in der Wüste grünen und Früchte bringen. Warum? Weil er nun mal bestimmt hat, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Warum ich die Gnade so betone? Nun einfach deswegen, weil Gnade nur einen Ruhm zulässt und der Ruhm ist Gott. Glaubt nicht, ich rede von euch hier da als jemand, der das alles kennt und kann. Ich rede als jemand, der in diesem Kampf steht, genau in dem gleichen Kampf. Bis heute greife ich auf die eigenen Krücken, obwohl ich schon tausendmal gelernt habe, dass sie nicht helfen. Und mein verfluchtes Fleisch betrügt mich immer wieder. Aber schaut, wir müssen Gottes Handeln sehen. Dann wird das, was wir gelernt haben, was wir im Kopf verstanden haben, dann wird das und dann wird unser Leben uns helfen, die Hand Gottes zu sehen. Und wenn wir die Hand Gottes sehen und ihm antworten auf sein Handeln, dann bleiben wir in ihm. Dann bleiben wir in ihm. Du willst den Willen Gottes erkennen? Du fragst dich, was ist der Wille Gottes? Und die Zukunft scheint dir finster zu sein. Aber schau, es gibt so viele Dinge, die Gott in dein Leben bringt. Da brauchst du kein Unterscheidungsvermögen, da brauchst du nicht die Erkenntnis seines Willens. Es geschieht einfach. Da beraubt dich jemand deines Rechts, da tritt man dich in den Dreck, da raubt man dir deine Ehre. Da geschieht ein Glück, Unglück nach dem anderen. Musstest du den Willen des Herrn erkennen? Nein, du musst nur anerkennen, dass Gott der Handelnde ist. Gott ist der Handelnde. Und in ihm bleiben heißt ganz einfach zu sagen, ich sage einfach, weil es so einfach ist und doch so schwer, weil der ganze Stolz unseres Herzens dagegen steht. Aber es heißt zu sagen, Herr, was du tust, ist gut. Ich will mit dir übereinstimmen. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht warum. Ich will mit dir übereinstimmen. Dein Handeln ist gut. Bringe mich dahin, dass ich all meine Krücken aufgebe, und mein Vertrauen auf dich setze, dass du weißt, was gut ist. Und bringe mich dahin, dass durch diese Situation, durch diese Umstände eins in meinem Leben hervorkommt. Frucht. Die Charakterzüge deines Sohnes, Jesu Christi. Und so wird das ganze Leben und zu Betern machen, zu hilflosen Abhängigen, die wissen, dass ihr ganzes Leben, ihr ganzes Heil nur von ihm herkommen muss. Und dann wird unser ganzes Leben uns dahin treiben, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Denn die Enthüllung der Kluft zwischen dem, was wir sein sollen und was wir sind, treibt uns dann dahin, die Schrift zu erforschen
und zu sagen, wo ist der Gott Jakobs und wo ist der Gott Abrahams? Wo ist der Gott, der Israel erlöst hat von allen seinen Sünden? Dieser Gott ist mein Gott. Und wir studieren dann die Erlösung und wir denken darüber nach. Unser Verständnis von Christus und seiner Erlösung wird größer und größer. Und was wird die Folge sein? Wir geben ihm alle Ehre. Der Herr möge uns dazu helfen. Amen.